Gibst du mir mal bitte die Birne? Ja. Doch nicht diese Birne! Sag nicht Birne, wenn du Glühlampe meinst. Ich dachte, du hast Lust auf etwas Gesundes. Das nennst du gesund? Ja, ich bin Nicole, ich bin 21 Jahre alt, ich bin Elektronikerin für Energie- und Gebäudetechnik, bin bei der PTB in Braunschweig. Ich bin Ralf, 18 Jahre alt, mache auch gerade meine Ausbildung zum Elektroniker in Energie- und Gebäudetechnik. Alles Mögliche, was eigentlich mit Elektrik zu tun hat, machen wir. Zum Beispiel die ganze Elektronik, die man zu Hause hat, auch Steckdosen, Schalter, Kanäle anbauen. Tasterschaltungen wie im Treppenhaus, da steckt ein bisschen Technik hinter. Torsteuerung, Fahrstühle zum Teil auch. Fließbänder kann man alles programmieren heutzutage und das machen wir auch in der Schule auch schon. Die Ausbildungsqualität ist eigentlich die beste, die man kriegen kann. Wenn man so ein Brett aufbaut in der Zwischenprüfung oder in der Abschlussprüfung, hat man immer wen zur Verfügung, zum Beispiel die aus dem dritten Lehrjahr oder den Meister, der immer eigentlich da ist. Wir verstehen uns alle super gut, wir arbeiten super gut im Team miteinander. Ja, wir versuchen jeden Freitag zusammen zu kochen, damit wir zusammenkommen und uns unterhalten können, was die letzte Woche so bei den anderen gemacht wurde. Ich bin früher, als ich noch mit dem Bus hergefahren bin, das erste Jahr, bin ich um 4.30 Uhr morgens aufgestanden. Ist schon hart, aber wenn man was macht, was man liebt, dann macht man das gerne. Also ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich könnte noch früher aufstehen, auch wenn es wäre schon gemein, aber ich könnte es machen. Hätte ich nichts dagegen. Hey, mach's gut, schönen Feierabend. Danke. Dir auch. Machst du noch das Licht aus? Ja, klar. Bleib nicht stehen! Jetzt habe ich Lust auf etwas Gesundes. Mhm, ich auch.